Herzlich willkommen bei Traubeliebe TV, Freude und Genuss am Wein zelebriert. Ich bin jetzt mal wieder zurück in Bern und ich sitze hier direkt neben dem Münster und trinke eine hervorragende Flasche Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques Premier Cru aus 2003. Und 2003 war natürlich dieses Jahr mit diesem extrem warmen, heißen Sommer in Bordeaux oder in ganz Frankreich, wo sag mal, viele schreckliche Sachen passiert sind, aber auch viele schöne Sachen. Und einer davon eigentlich, es war ein sehr spannender Jahrgang mit sehr viel Hitze, die natürlich hervorragende Weine hervorgebracht hat. Und davon habe ich jetzt eine, das ist von Domaine Bruno Clair, ein Premier Cru 2003 Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques. Hat von Alkoholvolumen wahrscheinlich so um die 13 Volumenprozent. Preispunkt liegt bei die 170 Franken die Flasche. Und dann gucken wir doch mal, der ist jetzt seit kurz über eine halbe Stunde, sage ich mal, aus seinem Gefängnis raus, Korken rausgezogen. Von Farbe kann ich jetzt mal sagen, auch wenn es jetzt dunkel ist. Eine wunderschöne rote Farbe. Von Nase, Kirschen, sehr tief, kein Pilze, keine Erdigkeit. Mega Tabaknoten, mega tief, ein Hauch vom Waldboden. Tanninengerüst ist extrem fein, aus Süßholz, Lakritz, mega spannend. Ein sehr tiefer Finish mit viel Perspektiv. Ja, man kann eigentlich für diesen Preis eigentlich nicht anders erwarten, da konnte man sich schon ein paar Tage Urlaub buchen in bestimmten Fällen. Und der wird immer mehr, so, der gibt immer mehr von sich. So extrem tief, vielseitig ein Wein mit extrem viel Persönlichkeit. Und das so ein mega wunderbarer, warmer Finish mit viel Feuer. Aber ein schönes Feuer von Persönlichkeit, nicht diese Alkoholbombe, sondern ein sehr dezente Pinot Noir. Macht extrem viel Laune. So, das ist auch der Grund für mich, so ein klare 92 Punkte, ein Hammerwein. Ein Gevrey Chambertin zeigt wieder, was es kann. Das ist Pinot Noir in die höchste Disziplin. Extrem schön. Und das war es auch schon wieder. So kommen bald wieder neue Weine, mehr Weine. Aber das hier ist so ein Spontanvideo, ganz zuckig, ganz schnell. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, schöne Weine, schönes Essen, nette Leute, tolle Weingespräche. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.